Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 76. Und wir wollen heute auf Top of the World Funksignal und das ist wahrscheinlich da oben. Und vielleicht war deswegen wie in dieser Quest diese Gegner hier. Das kann gut sein. Haben wir hier noch? Hier war ja eine Werkbank, ne? Nein, ich habe Atemgeräusche gehört. Nicht so cool. Da. Ach, schon wieder eine Rüstungswerkbank. Naja. Oh, verwehrte Spielzeuge. Nice. Kampfflinte, Stufe 20. Naja. So, haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Gut, gucken wir mal, ob wir schon irgendwas mit unserer Rüstung anfangen können. Taschen. Da sind schon Taschen drauf, ne? Taschen. Okay, mit Taschen verstärkt. Kann ich nichts machen. Naja, Taschen war schon mal wichtig. Hier sind Taschen drauf, ne? Ich habe auf jeden Fall wieder jemanden atmen hören. Ja, aber Silberstreifen am Horizont plus einen Ausdauer ist schon geil, ne? Aber nee, können wir nicht bringen. So, wie viel kann ich jetzt tragen? 185, sehr schön. Erinnert mich so ein bisschen an, Hallo? An Borderlands. Und Harmonika. Das habe ich übrigens gehört. Hier irgendwo ist etwas. Immerhin schon mal das. Leben und Lieben 7. Okay. Was habe ich denn da gemacht? Das hier? Tesla Forschung 5 und Leben und Leben 7. Plus 10 Max AP, wenn du dich in einem Team befindest. Geil! Genau das, was ich gebraucht habe. Für kein Teamplayer. Schon immer Solo. Man nannte ihn auch Hans Solo. Ja, ich heiße Hans. Ich habe viele Namen. So, G. Hat das jemand gehört? Ja. Darf ich eure Aluminiumdosen haben? Warum ist der so groß? Ich will. Nö, ich will da nicht rein. Aber ich muss.
Der Typ hat so viel Loot. Das ist eine Waffenwerkbank. Wie die Leuchtenden töten mit der Waffe. Na komm. Widmen wir uns noch mal ein bisschen Zeit mit denen. Werd wahrscheinlich keine Munition mehr haben danach, aber hey! Der Level 40er macht mir ein bisschen Angst. Was habe ich eigentlich noch zur Verfügung? Habe ich irgendwelche Granaten? Viel Spaß damit! Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Oh doch. Oh, dieses System mit Waffe wechseln ist nicht cool. Dass man den. Oh Gott, ich steck fest. Oh, dass man den Pfeil nach oben drücken muss dafür, ist echt kacke. Ich bin da mal weg. Ihr dürft mir gerne folgen, falls sie da hinten nicht respawned sind. Oh, cool. Das macht's alles gerade ein bisschen leichter. Au, 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 au! Okay, das Skorpion prügelt sich jetzt mit dem anderen hoffentlich. Okay, er hat ihn getötet. Er wird ein bisschen Schaden hat er abbekommen. Oh. Raketenwerfer. Oh, ich habe keine Raketen. Mir geht's gut. Oh, na, immerhin haben wir einen Raketenwerfer bekommen, den wir auseinanderbauen können. So ein Scheiß. Könnte auch Raketen mit einpacken, ne? Ich glaube, den Raketenwerfer kann ich noch nicht benutzen. Hallo? In den Rücken. So sieht's aus. Jetzt bist du wütend, oder? Ja.
Ist nur ein bisschen anstrengend. Ist jetzt hier wenigstens alles clean? Ich nehme einfach alles mit. Ich kann jetzt so viel tragen. Da kann man noch. Ich höre eine Maschine. Kann man noch alles mitnehmen. Warum läuft da einer rum? Und wieso hilft er mir nicht? Freund oder Feind? Ich glaube, der muss sich erstmal freilassen. Ich meine, jetzt ist es ein bisschen spät, weil alle schon tot sind. Aber naja. Gucken wir mal. Was auch immer hier passiert ist. Ich will es ehrlich gesagt nicht wissen. Ich glaube, er hat gerade nach mir geschossen. Nein. Bin aber entdeckt, also ist er freundlich. Sie tragen da echt einschüchternde Ausrüstung. Kann ich Sie vielleicht für ein paar Verbesserungen begeistern? Terminal des Resort Managers. Puh. Oh. Intramail des Resorts. 10.1. Hallo Karl, der Winter war ja schrecklich mild. Daher wollte ich Sie bitten, über die nächsten 3 Wochen nachts die Schneekanonen laufen zu lassen. Unsere Gäste haben sich schon beschwert, dass der derzeitige Schnee zum Skifahren nicht gerade ideal ist. Und wir wollen ja nicht, dass Sie sich nächstes Mal für ein anderes Urlaubsziel entscheiden. Mir ist klar, dass das die Maschinen überlasten könnte. Aber wir müssen unsere Gäste unbedingt davon überzeugen, dass sie hier im besten Resort von ganz Appalachia sind. Ich habe Ihre E-Mail erhalten, Sarah. Glauben Sie mir, mir ist sehr wohl bewusst, dass die Hänge von Pleasant Valley nicht gerade olympisches Kaliber sind, aber wir müssen eben mit dem arbeiten, was wir haben. Deswegen wollte ich Sie auch fragen, was Sie davon halten, Abfahrt C etwas aufzupeppen. Die Abfahrt ist nicht besonders anspruchsvoll, aber mit besserem Marketing können wir vielleicht den Eindruck vermitteln, dass sie richtig gefährlich ist. Ich habe ein bisschen herumüberlegt. Was halten Sie vom Namen Todesklippe? Meinen Sie, Sie könnten dafür ein Mockup für einen Flyer entwerfen und das Ganze morgen nochmal mit mir durchgehen? So macht man das, Freunde. Haben Sie die Schneekanonen angeschaltet oder hatten wir letzte Nacht einen gigantischen Schneesturm? Im ganzen Gebiet liegt frischer Pulverschnee, was ziemlich ungewöhnlich ist, um nicht zu sagen unmöglich für diese Jahreszeit. So oder so könnte der Zeitpunkt kaum besser sein. Wir haben einen VIP-Gast, der die ganze Anlage gemietet hat, um den frischen Schnee auszunutzen. Greifen Sie zum Telefon und trommeln Sie bitte alle zusammen. Der Betrieb muss in 2 Tagen laufen. Ich weiß, dass Ihrem Team damit sehr wenig Zeit bleibt, aber geben Sie Ihr Bestes und ich sorge dafür, dass alle einen Bonus erhalten. Okay, 3 Monate später. Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass das Event Fasane auf der Flucht mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. Ich weiß nicht, wie Sie mich dazu überreden konnten, aber es war nicht nur lächerlich, unsere Gäste auf der Abfahrt vom Shenanigan Fasane jagen zu lassen, sondern auch noch gefährlich. Davon abgesehen haben wir aber schon seit Jahren nicht mehr so viele Teilnehmer und Skiverleihe wie dieses Thanksgiving. Ach, und bevor ich es ganz vergesse, könnten Sie den armen Gästen, die auf ihren Skiern mit einem 5-pfündigen kollidiert sind, Blumensträuße als Genesungsgruß schicken? Danke Ihnen. Was war das gerade für ein Geräusch? Das hat mich richtig irritiert. Nochmal 3 Monate später. Ich werde das nur einmal sagen. Vielleicht wollen Sie sich diese E-Mail also ausdrucken und an die Wand hängen. Ich bin heute Morgen mit den Liften gefahren und war absolut entsetzt, in welchem Zustand sie sich befinden. Sie waren nicht nur laut und haben fürchterlich vibriert, es war auch noch alles total schmuddelig. Ich habe zwischen den Sitzen leere Champagnerflaschen gefunden und irgendein verzogenes reiches Balk hat seine Initialen ins Plastik geritzt. Das ist nicht akzeptabel. Ich gebe Ihnen und Ihrem Team 1 Woche Zeit, um die Lifte wieder tipptopp herzurichten. Sonst können Sie sich einen neuen Job suchen. Welche Informationen habe ich daraus jetzt gezogen? Wieso habe ich 2 Maschinen? Bordbewohner lassen sich gut plündern, aber handeln wir lieber, anstatt uns umzubringen. Stufe 50. Wieso habe ich jetzt so viele 50er-Dinger bekommen? Ah, ich bin ja fast Level 20.
Soll ich eine Raketenwaffe verkaufen für 6 Kronkorken? Ich weiß ja nicht. Eine Plasmapistole! Ah, ist das geil! Sollten Sie etwas zum Abstechen kaufen? Nette Info, kleiner, nette Info. So, Waffen. Du hast Schießschwerter. Du hast Radiumgewehr. Stufe 50. Ist schon cool, das Ding. Kann ich aber nicht gebrauchen gerade. Was macht der andere hier? Auch eine ID-Karte. Warte. Vielleicht denken Sie ja an mich, wenn Sie jemanden mit einem 18.02.2. Ah, gut, da ist noch ein halbes Jahr hin. Ich brauche eine Karte. Okay, die Waffe ist nicht wirklich selten. Aber ich kann sie hier verkaufen. Ich bin ein bisschen überladen, aber ich will hier alles verkaufen. Von daher passt das schon. Und die Mütze noch. So. Ich bin froh, mit meinen Waren etwas zur Verbreitung der Anarchie beizutragen. 5 Kronkorken, Alter. Wahrnehmung minus 2, hey. Als Raider hat man ein gutes Leben. Keine Regeln. Nur die Stärksten überleben. Yay, neues Outfit. Jetzt sind wir nicht mehr so auffällig. Okay, ich brauche eine ID-Karte, ja? Wo kriege ich die her? Ja, Patronen sind natürlich schön, aber nicht die ID-Karte, die ich gesucht habe. Wo könnte ich die herbekommen? Vielleicht ist das später auch noch eine Quest oder so. Was anderes könnte mir jetzt nicht einfallen, weil hier ist sonst nichts. Na gut, gehen wir weiter. War da wieder ein Geräusch? Versuche zu horchen. Nö. Nichts Verstecktes, na gut. Gehen wir weiter, vielleicht finden wir noch was. Coming soon. Can you survive the thrill of the most extreme trail on the cast? Vielleicht bin ich da das Ding. Schläfst du? Hier wurden nur Schießübungen gemacht. Na komm, wir sollten langsam weiter. Wir hängen hier schon viel zu lange rum. Gehen wir nochmal kurz hier hin. Verwende Teddybären. Nice. So, du kannst noch weg. Wieso habe ich hier so viele Scheiße? Achso, das ist alles. Ah, komm, scheiß auf den Raketenwerfer. Kriegen wir sicherlich noch mehr. Und das ist ab Stufe 50, den brauchen wir eh nicht. Und die Plasmapistole könnte ich verwenden.
Und guck, wie die so drauf ist. Hat zwar nur 5 Munition, aber das wird reichen, um sie zu testen. Wird wahrscheinlich nicht so extrem sein. Mit 15 Schaden. Ah, kommt drauf an, ne? Also die meisten haben dadurch natürlich keine Rüstung. Vielleicht sollte ich den dann gegen Humanoide verwenden. Ja gut, dann lass uns mal hochgehen. Versteck des Aufsehers. Aufseher-Logbuch, Top of the World. Aufseher-Logbuch, Top of the World. Jemand hat diese alte Skianlage unter Kontrolle. Und wenn ich diese Person finde, werde ich ihr den Mund mit dem ersten Zeug auswaschen, das auch nur entfernt an Seife erinnert. Egoistisch, das ist zutreffend. Vielleicht ist sie deshalb allein. Vielleicht hat sie deshalb überlebt. Aber sie wird es mir nur sagen. Hätte nicht gedacht, dass wir ein Ladespiel treffen. All diese guten Menschen sind gestorben. Und wer hat überlebt? Natürlich die Soziopathin. Okay, sie lockt irgendwelche Leute her. Hier sind anscheinend überall Gegner. Verbrannter Wanderer. Stufe 6. Na komm, ihr könnt eh nix. Surprise! Ein Labor. Wenn da ein Labor ist, kann ich aber auch die Sachen mitnehmen, die ich finde. Sehr schön. Können wir jederzeit hierher zurückkehren, wenn wir überladen sind. Um unser Zeug loszuwerden. Es ist ziemlich ruhig hier. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Officer Lightens Terminal. Wird es mir helfen? Soll ich's wagen? Ich mag nicht mehr. 2 Treffer bei Details. Details. Das sind 2 Treffer, das könnte alles sein. Versuche zurückgesetzt. Ich hasse dich. Vor allem ist hier nichts. Ich habe nur diese Zurückversetzung, ne? Und da ist noch was. Okay, wir haben Details. Mystery kann es nicht sein. Endings. Kann es auch nicht sein. Race. Kann es auch nicht sein. Other. Kann es, glaube ich, auch nicht sein. Wealthy. Da haben wir eine Übereinstimmung. Das war's doch schon. Shadows. Steril. Da haben wir eine Übereinstimmung, aber auch keine 2. Husband. Nein. Sharper. Nein. Outcome. Nein. Landing. 1 Übereinstimmung. 2 Übereinstimmungen. Ich hasse Terminals. Wenn ich schon bei 0 anfange, ne?
Hätte ich gleich vergessen. 3! By Ceiling. Ja, cool. Cool. Hey. Hab's gelöst. Safe-Steuerung. So, Officerbericht 13.04. Meine Bewachung des Ladens Diamantenstaub geht weiter. Das Juwel Korallenkugar wird nun schon seit über 2 Wochen dort ausgestellt und es gibt immer noch keine Spur von dem mysteriösen Diamantendieb, der nur unter dem Namen der Spuk bekannt ist. Im Hauptquartier halten mich alle schon für verrückt, aber ich bin mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Spuk und... was? Der Spuk und ich haben eine besondere Verbindung, die uns aneinander kettet. Deshalb sind wir schon seit Jahren in einem Patt. Dieses Mal plane ich allerdings, den Spuk ein für alle Mal auf die langen Finger zu hauen und ihn oder sie hinter Gittern zu bringen. Ein Monat später. Falscher Alarm heute. Eine Frau mit Sonnenbrille und Schal ist in den Laden gekommen und hat sich fast 10 Minuten lang den Korallenkugar in seiner Vitrine angeschaut. Obwohl ich nie angenommen hätte, dass der Spuk es wagen würde, einen Laden bei helllichten Tage auszurauben, konnte ich kein Risiko eingehen. Ich habe sie in Gewahrsam genommen, aber mein Captain zwang mich, sie aus Mangel an Beweisen wieder freizulassen. Ich bin nicht sicher, ob sie eine Komplizin war, die unsere Sicherheitsmaßnahmen testen sollte, oder ein Trick, um mich zu entmutigen. Der Spuk ist da draußen und verspottet mich. Ich weiß es ganz genau. 2 Monate später. Es war nur knapp 4 Monate vergangen und... unser Dieb hat sich immer noch nicht gezeigt. Der Spuk stellt meine Geduld auf die Probe, aber ich werde nicht nachgeben. Die Geschäftsführung hat mich gebeten, ihren Laden endlich zu verlassen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie mein Lager und die tragbare Dusche ignorieren sollen, die ich in der Herrentoilette aufgestellt habe. Die Angestellten müssen einfach um mich herum arbeiten. Es gilt hier immerhin, einen Verbrecher der gerechten Strafe zuzuführen. Der Typ ist ziemlich durch, ne? 3 Monate später. Wo bist du, Spuk? Beobachtest du mich, just in diesem Moment? Ich kann spüren, wie sich dein Blick in meinen Kopf bohrt, wie du darauf wartest, dass ich einen Fehler mache. Ich fordere dich heraus, den Korallenkugar zu stehlen, Spuk. Es ist mir egal, ob ich diesen Laden für den Rest meines Lebens bewachen muss. Ich weiß, dass du da draußen bist, und ich weiß, dass du auf der Lauer liegst. Wir nähern uns dem Endspiel, alter Freund. Es wird Zeit für deinen nächsten Zug. Völlig paranoid. Nur 20 Tage später. Heute gab es eine gewaltige Explosion. Ich bin raus ins Atrium von Top of the World gerannt, gerade rechtzeitig, um noch den Rauchpilz zu sehen. In dem Moment kam mir ein schrecklicher Verdacht und ich stürmte zurück in den Diamantenstaub. Die Vitrine mit dem Korallenkugar war leer. Die Detonation der Bomben, der Zeitpunkt, alles perfekt aufeinander abgestimmt. Es war ein Geniestreich. Respekt, Spuk. Respekt. Okay. So, und wo ist jetzt besagter Safe? Kriegt ihn auch noch irgendwie zwischen die Finger? Bestimmt ist das der Safe hier ganz hinten. Da, der Safe ist das. Hey! So. Skischwert, Holzski, Skistock. Jetzt kann ich runterfahren. Nehmen wir einfach mal alles mit. Ich meine, wir können es uns leisten. Okay. Der Safe war es auf jeden Fall nicht. Warum nicht? Und ist da drin auch noch ein Safe? Und verschlossen. Am Arsch, ey. Bist du da gespawnt? Hier muss doch irgendwo ein Safe sein. Ah, guck mal, da war der Diamant drin. Wenn wir wieder am Verdursten. Aha! Hä? Was war denn, welchen Safe habe ich denn bitte aufgemacht? Oh, mit Taschen, ich sehe schon. Oh, ich habe hier auch eine Bastelwerkstatt. So, zack, zack.
Ich habe die Kampfflinte gerade vernichtet. Es ist so traurig. So, was haben wir denn hier? Verschmeißt und mit Taschen. Das ziehen wir auf jeden Fall an. Dafür haben wir mit Taschen verloren. Ja, gut. Ja, gut. Aber die Rüstung ist kaputt. Müssen wir reparieren. So, was können wir denn hier so Schönes herstellen? Elektromagnetische Kartusche. Nee. Fusionszellen 30. Plasmakartusche 30. Ich tendiere zu Plasmakartusche. Na komm. So, jetzt kurz noch was trinken und dann geht's uns gut. Okay, Freunde. Ich würde sagen, damit widmen wir uns morgen der nächsten Folge. Und dann werden wir sehen, wie schön dieses Plasmagewehr überhaupt ist. Es ist verdammt groß. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.